Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Burg! Hallo liebe Zuschauer, ich bin jetzt hier im Hofbräuzelt und ihr könnt euch nicht vorstellen, wen ich gerade getroffen habe, den Robin. Und ich habe ihn gleich eingeladen und vor die Kamera geholt, weil der Robin, ihr kennt ihn bestimmt, der war ja jetzt im Big Brother Haus. Hallo! Hallo, grüß dich, Franz. Wie geht's dir? Ja, super, wie geht's dir? Alles gut? Mir geht's gut, alles fit. Sehr gut. Hast du dich schon erholt? Ja, also ich musste vor allem mal ziemlich viel schlafen. Das war wichtig, denn man hat einfach nicht viel Schlaf darin bekommen. Man hat es ja auch gesehen, ich bin von meinen Mitbewohnern ziemlich oft wach gemacht worden. Und das habe ich jetzt mal ordentlich im Mütze Schlaf nachgeholt und ein bisschen was gegessen. Jetzt läuft es schon wieder besser. Und jetzt gleich auf die Wiesn, da ist dann auch wieder Schlafmangel, oder? Nee, ich bin nicht so lange hier und ich habe auch 5 Kilo wirklich in 6 Tagen abgenommen. Also ich muss ein bisschen was essen, damit ich wieder in meine Lederhosen passe. Ja, da passt ja auf der Wiesn super mit einem Bier und einem Hähnle. Läuft. Ich trinke allerdings keinen Alkohol, also immer nur alkoholfreies Bier. Okay. Du, was mich jetzt interessieren würde, was war das Härteste an der Zeit bei Big Brother? Da waren viele Zeiten hart. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue ja auch Big Brother, auch Promi Big Brother schon immer zugeschaut und habe mich immer über die Leute so ein bisschen echauffiert, weil die da drin geweint haben. Weil ich mir dachte, Leute, dann geht halt nicht rein, ja? Jetzt ist mir das selber passiert, dass mir die Emotionen überkommen. Ich schaue jetzt einfach dich an, liebe Zuschauer, sorry dafür, aber ich finde es so unfreundlich, wenn ich mit dir rede und schaue da rein. Genau, deswegen. Und dass es mich da so überkommen hat, das ist mir im Nachhinein, weil es ist halt komisch, wenn du eine Seite zeigst, die du gar nicht zeigen willst. Offen und ehrlich, und dann kaufen es dir auch viele gar nicht ab. Also das war schon hart, damit klarzukommen. Die Gruppe hat es mir nicht gerade leicht gemacht, muss ich auch dazu sagen. War eine sehr interessante, schwierige Gruppe. Im Nachhinein haben wir uns aber alle versöhnt, das ist wichtig. Es ist eine extreme Situation gewesen für uns alle. Ich bin ja auch nicht gerade der Einfachste, gebe ich auch zu. Und ich bin froh, dass ich es irgendwie überlebt habe. Das freut uns natürlich auch. Ja, das ist ja auch eine Extremsituation, muss man ja wirklich sagen. Und du hast ja schon gesagt, eigentlich wolltest du es nicht machen. Wie kam es dazu, zu der Entscheidung, dass du es gemacht hast? Nein, also ich wollte es eigentlich schon immer machen. Ach, du wolltest es schon immer machen, okay. Das schon, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und die letzten Jahre waren wir schon immer im Gespräch. Auch wenn es keiner mitbekommen hat. Außer wir halt. So soll es ja sein. Genau, so soll es am besten sein. Alles unter Verschluss halten. Von mir erfährt es nämlich keiner. Aber es hat irgendwie nie gepasst. Und jetzt habe ich dann den Anruf wirklich in letzter Sekunde bekommen. Und ich habe parallel auf einem anderen Sender moderiert. Das heißt, ich konnte nicht gucken. Und das war für mich halt auch ein Wahnsinn. Ich war schon eine kleine Schissbüchse auch, weil ich habe halt wahnsinnig Schiss gehabt, als ich eingezogen bin, dass sich jetzt alle über mich hermachen. Ich hatte noch Welpenschutz die ersten 12 Stunden und dann ging es aber wirklich los. Dann gab es einen Watschenbaum von links nach rechts, gab es dann nur. Ja, das gehört dann leider dazu, gell? Ja. Du, und wie ist es jetzt, wenn du hier über die Wiesen gehst? Du wirst wahrscheinlich an jeder Ecke angesprochen, oder? Erkennt man dich schon jetzt? Ja, das. Also noch mehr wahrscheinlich durch Big Brother. Ja, doch, das auf jeden Fall. Bekanntheitsgrad hat zugenommen. Es waren auch nicht nur positive Erlebnisse. Ich will jetzt auch nicht mehr über die negativen reden. Ich rede jetzt mal über die positiven und da freue ich mich sehr drüber. Ich möchte mich auch mal bedanken an jeden, der positiv an mich herantritt und sagt, Mensch, du bist ehrlich gewesen, du hast nur ein bisschen Pech gehabt. Ich möchte mich dafür mal für die positiven Reaktionen bedanken. Die bedeuten mir wirklich viel, also Dankeschön dafür. Alles andere blende ich jetzt einfach mal aus. Aber wenn man sich nur auf die negativen Sachen konzentriert, dann fühlt man sich irgendwann mal nicht mehr gut. Also, jeder hat Hater, weißt du, jeder hat Leute, die einen nicht mögen. Das ist auch, sollen die Leute auch machen, wie sie wollen. Jeder hat eine Meinung zu mir. Ich war halt noch nie Everybody's Darling, auch früher nicht. Und da kommen schon krasse Meinungen manchmal rüber, aber mit denen muss ich halt einfach auch leben. Wie sieht's jetzt aus? Bist du länger hier? Oder gehst du öfter auf die Wiesn? Ja, ich habe heute mal wieder eine Einladung von Radio Energy. Vielen Dank dafür. Immer wenn ich eingeladen bin, bin ich hier natürlich. Ich war jetzt auch schon natürlich privat, muss ich auch sagen. Jetzt langsam ist wieder genug für mich, muss ich sagen. Ich war jetzt gestern, ich war am Sonntag, bin heute und es ist schön, die Atmosphäre ist toll. Aber natürlich, wenn man selber keinen Alkohol trinkt und dann irgendwann ist es 10 Uhr, dann wird das Ganze so eine, wie soll ich sagen, so eine Twilight Zone-Erfahrung. Und da muss man auch nicht immer dann zugegen sein, natürlich. Ja, das kann ich verstehen. Es wird dann ein bisschen schwierig. Je später es wird, desto extremer wird es ja dann auch. Für dich als Frau wahrscheinlich noch schlimmer als für ja. mich als Mann. Kann sein. Du, und hast du ein Lieblingszelt? Nein, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag sie ja alle gerne. Also natürlich Käfer gefällt mir gut, Hofbräu gefällt mir gut, Marstall gefällt mir gut. Alle gefallen mir gut. Habe ich irgendeinen jetzt vergessen? Mehrere. Also Weinzelt war ich gestern, ist auch sehr super. War auch vor 3 Tagen Schlagerparty, habe ich Frederik Meissner wieder getroffen. Da waren wir auch vor Ort, aber wir haben dich nicht gesehen. Ja, ich habe auch nur ganz kurz, da haben wir dazu mal kurz ein paar, zu ein paar Leuten Hallo gesagt und bin gleich wieder raus. Weil
brauche ja nicht jeden Tag den Rummel, ne, deswegen. Okay. Ja, du, dann vielen Dank fürs Interview. Danke dir. Wie geht's noch weiter jetzt für dich? Also heute, wie gesagt, werden wir ein bisschen feiern mit Familie, Freunde und es wird super. Und ansonsten bin ich am Montag wieder bei 123 TV on Air im Fernsehen zu sehen. Radio Energy auch wieder nächste Woche. Und es sind ein paar Projekte geplant, da freue ich mich drauf. Ich habe natürlich Wünsche und Träume und alle fragen sich jetzt, oh, was macht er, wie macht das? Es ist noch nichts konkret. Ich würde mich freuen natürlich, wenn es weitergeht, wenn ich weiterhin auch positive Reaktionen gebe und wenn ich eine schöne Zukunft in der Medienlandschaft habe. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Danke, dass du bei uns warst. Danke dir. Und macht es gut. Servus.